Grundsätzlich wirken die sogenannten G-Kräfte im Fahrzeug insbesondere beim Bremsen, beim Richtungswechsel und beim Beschleunigen auf den gesamten Körper der Fahrer. Es ist ein sehr multifaktorielles Geschehen, in dem unterschiedliche Kraftleistungsfähigkeiten dann von den Fahrern absolviert werden müssen. Sie wären nicht bei Porsche, wenn Sie nicht die weltbesten Sportwagenfahrer wären. Das ist das, was unsere Marke widerspiegelt und das ist das, was im Endeffekt unsere Rennfahrer widerspiegeln sollten. Schnelligkeit und Sympathie. Wir betreuen die Porsche-Fahrer über das ganze Jahr hinweg und ein Teil des Trainings über das ganze Jahr ist ein sogenanntes Fitnesscamp, das wir jedes Jahr im Februar durchführen. Wir machen nahezu jeden Tag Krafttraining. Aber der Schwerpunkt dieses Trainingslagers ist die Verbesserung der koordinativen Leistungsfähigkeit mit speziellem Fokus auf den Rumpf. Ja, wir wollen einen gesunden Mix aus purer Belastung der einzelnen körperlichen Leistungsfähigkeiten und auch ein bisschen Teambuilding und Spaß über diese Woche mit einbeziehen. Wir fahren ja Langstreckenrennen, 24-Stunden-Rennen. Da sitzen 3 bis 5 Fahrer auf einem Auto und da musst du natürlich auch wirklich guten Teamgeist besitzen. Die Jungs kennen die Trainer, die Jungs kennen die Ärzte, die Physiotherapeuten. Da basiert mittlerweile auch ein freundschaftliches Verhältnis. Die ganze medizinische Betreuung zeichnet sich dadurch aus, dass über 10 Jahre konsistent nun ein langfristiger Trainingsaufbau erfolgte. Das heißt, man kann in Ruhe über mehrere Jahre mit den Fahrern arbeiten, was letztendlich sinnvoll ist, da ein sogenanntes Trainingsalter für die einzelnen Athleten erreicht ist. Und man kann so konsequent und stringent über mehrere Jahre die Ausdauerleistungsfähigkeit, die Kraft, die mentale Stärke verbessern. Alle Fahrer des Werksteams sind sehr bodenständig, zuverlässig und präzise. Ich denke, das ist einer der großen Stärken des gesamten Teams, sodass es auf der einen Seite Spaß macht, auf der anderen Seite ein sehr effektives Arbeiten mit den Fahrern möglich ist. Ich kann sagen, dass die Fahrer fit sind, gesund sind. Insofern bin ich eigentlich guten Mutes, dass die Saison prima verlaufen wird.